alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Buch Koran sagt, wir haben der Koran in einer gesegneten Nacht. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhabe gibt, und Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allah Segen und die Frieden seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und all denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Unser Thema von heute geht um eine Nacht. Eine Nacht, die als Allahs Gnade betrachtet wird. Allah hat unserer Umma bzw. Religionsgemeinschaft durch diese Nacht erwiesen und ausgezeichnet. Allah hat diese Nacht unter allen Nächten der Jahre als segenswert gesprochen und sie besser als 1000 Monate bewertet. Allah hat für diese Nacht eine komplette Sura, die nicht nur über diese Nacht spricht, sondern vielmehr überträgt diese Sura deren Name. Diese Sura heißt Al-Qadr. Allah sagte in dieser Sura, Surat Al-Qadri, wir haben den Koran in der Nacht der Bestimmung herabgesandt. Und was ließ dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Als 1000 Monate. In ihr kommen die Engel herab und der Geist mit Allahs oder mit der Ermächtigung deines Herrn und mit dem göttlichen Beschluss Friede. Friede ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. So ist Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung, die Nacht der Ehre und Würde, die Nacht der Ehre und Würde, die Nacht des Werts, in der die Angelegenheiten entschieden wurden. Diese Nacht hat einen großen Wert im Islam. Also die Nacht der Bestimmung oder Laylatul Qadr. Es ist eine Nacht, in der der Koran herabgesandt worden ist, in der die Engel sich verstreiten. Ja, diese Nacht, Laylatul Qadr, in dieser Nacht verstreitet sich die Engel und der Geist. Dies bedeutet, dass Allahs Barmherzigkeit und Allahs Huld auch sich verbreitet auch. Ja, in dieser Nacht, Laylatul Qadr. In dieser Nacht stiften auch das Heil und Friede. Und all dies sind die Zwecke und die Ziele vom Islam. Also,
Verehrte Muslime, wir müssen diese Nacht nicht versäumen. Die Gnaden dieser Nacht nicht versäumen. Denn sie hat so viele Tugenden. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Aussage: Euch kommt der Monat Ramadan, in dem die Nacht der Bestimmung ist, die besser als 1000 Monate ist. Besser als 1000 Monate, nicht gleich, sondern besser als 1000 Monate. So sollen wir nicht diese Nacht versäumen, damit wir nicht entbehrt sind. Ja, derjenige, der diese oder die oder den Segen dieser Monat, dieser Nacht entbehrt, dem ist es auch die Segen von 1000 Nächten entbehrt. Hier steht also eine Frage oder ergibt sich auch noch eine sehr wichtige Frage. Wann finden wir diese Nacht? Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weist uns auch auf, dass wir diese Nacht in den 10 letzten Monaten, in den letzten Tagen von Ramadan finden. Deswegen müssten wir danach suchen. Hier steht auch eine sehr wichtige Frage: Wie suche ich auch diese Nacht? Ich muss diese Nacht oder nach dieser Nacht suchen durch die gute Absicht. Den Koran. Ich muss immer Koran lesen. Das ist grundsätzlich die Nacht des Korans. Und nicht nur lesen, sondern auch verstehen, verinnerlichen. Durch das Gebet, durch Dua, durch Befreiung der Brüste vom Neid, vom Hass, vom Missgunst und vom jeglicher Ort des Bösen. So sollen wir machen. Wir müssen auch den Armen, den Menschen insgesamt helfen, damit wir die Belohnung dieser Nacht bekommen können. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch eine sehr wichtige Aussage, und zwar: Wer Laylatul Qadri glaubend und auf Allahs Belohnung erhoffend auslebt, dem werden seine vergangenen Sünde vergeben. Das bedeutet, dass diese Nacht ein Grund für Vergebung der Sünde ist. Deswegen müssen wir diese Nacht ja richtig Allah anbeten und dann seiner Belohnung bekommen. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Frieden sein auf ihm und auf seinen Gefährten und Angehörigen. Verehrte Muslime, wir alle sollen
in jeglicher Zeit, insgesamt und besonders in dieser Nacht. Wir sollen Allah um Vergebung unserer Sünde, um Vergebung unserer Sünde bitten und unsere Entschlossenheit erneuern. Ein neues Leben mit und nach dem Koran zu führen. Der vernünftige Muslim muss immer den Verband zu Allah, zu den Menschen und zu sich selbst verstärken. Diese Nacht gilt als eine Chance, eine neue Chance dafür. Neuen Anfang. Deswegen müssen wir immer mit den Menschen nachsichtig und tolerant behandeln, damit die Solidarität entsteht, die Liebe sich verbreitet unter den Menschen. Wir wollen, dass Islam als eine Ziele des Islam ist die Liebe, die Entstehung der Liebe unter den Menschen. So helfen die Starken den Schwachen und den Kranken. Die Reichen helfen auch den Armen. Die Bedürfnisse der Menschen müssen auch erfüllt werden. So ist die Solidarität. Und so vermehrt Allah uns die Belohnung und seine Huld. Allah sagte im edlen Koran, das Gleichnis derjenigen, der sein Besitz auf Allahs Weg ausgibt, das eines Saatkorns, das sieben Ähren wachsen lässt, in jener Ähre 100 Körners, und Allah vervielfachtet, wem er will. Allah ist allumfassend und allwissend. Allahs Barmherzigkeit ist groß und die Menschen haben immer die Chance, solange sie lieben, zurück zu Allah zu kehren. Allah sagte auch im Koran, sprich, o meine Diener, diejenigen gegen euch viele Übertretung begangen habt, gebt Hoffnung auf Barmherzigkeit Allahs nicht auf. Allah vergibt die Sünden alle. Allah vergibt die Sünden alle. Er ist der, der volle Vergebung und barmherzig ist. Wir müssen immer an Allah glauben und an Allah vertrauen. Letzt zu sagen, wir haben die Nacht der Bestimmung und wir sollen auch immer das Beste geben. Allah sagte im Koran, auch in einem Vers, wetteilt
zu einer Vergebung von eurem Herrn und zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie die Breite der Himmel und der Erde verbreitet für denjenigen, die an Allah und an seine Gesandten glauben. An Allah und seine Gesandten glauben. Deswegen sollen wir an Allah und an seine Gesandte glauben, damit wir Allahs Huld bekommen. Allah hat die große Huld und sie ist für diejenigen, die an Allah immer glauben. O Allah, O Allah, O Allah, du bist der Vergebende, der Großzügige. Du liebest es zu vergeben. Vergib mir meine Sünde. So vergib uns auch unsere Sünden und rette uns. Und rette uns von deinem Zorn und erlöse uns von deinem Bösen. Amen.